Die Besonderheit halt eben, ein solches Fahrzeug zu führen, ist, dass ich teilweise auf der Landstraße unterwegs bin, teilweise auf der Autobahn unterwegs bin, teilweise halt eben im Bereich Baustelle. Ich habe einen Sandboden, ich habe einen Lehmboden, ich habe unterschiedliche Gewichte, ich habe unterschiedliche Fahrzeuglängen, Tieflader, Kipper. Der Fahrer muss sich halt eben mit allen Gegebenheiten dort auskennen. Also kann der Fahrer mit diesem Fahrzeug handeln, kann zum Beispiel einen Lastenübertrag wählen, kann eine Lenksperre oder Quersperre setzen von dem Differential her, kann halt eben, wenn er eng um die Ecke rum muss, dann auch über diesen Lastenübertrag den Radius kleiner machen. Das muss der Fahrer alles erkennen und dementsprechend anwenden.